Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Infovideo, und zwar das große Infovideo über den September. Und wenn ich an September denke, denke ich an den 3. September, und zwar an den Release von Rome 2 Total War. Und darum wird es heute auch gehen, allerdings erst später, weil Yannick und ich haben uns das ein bisschen aufgeteilt. Allerdings wird Yannick euch im Laufe des Videos noch erklären, welche Fraktionen wir spielen und ob es Koop-Projekte gibt etc. Ich möchte jetzt erstmal auf ein paar andere Dinge eingehen, die allerdings genauso wichtig sind. Und zwar zum ersten haben wir uns gedacht, wir machen mal wieder ein Abonnenten-Special, und zwar zu den 1500 Abonnenten, die laut Social Blade nicht mehr weit entfernt sind und mit dem Release von Rome Total War wahrscheinlich auch sehr schnell erreicht werden. Und zwar haben wir uns gedacht, wir machen mal wieder ein FAQ, da jetzt inzwischen viele neue Abonnenten zugekommen sind. Allerdings nicht im Real-Life-Style, weil das ja eigentlich von niemand von euch gefordert wurde, die meisten damit geantwortet haben, dass sie es nicht wollen. Aber ihr könnt euch trotzdem mal eure Fragen in die Kommentare schreiben, und zwar unter dieses Video. Und wenn wir 1500 Abonnenten erreicht haben, da werde ich es nochmal erwähnen, könnt ihr es da auch nochmal in die Kommentare schreiben. Ich werde wieder dann Screenshot, und die werden dann im ausführlichen Video erklärt. So, dann noch ein Punkt, und zwar bekommt die Let's Play WG Zuwachs. Allerdings wird der noch eine Weile auf sich warten müssen, da er zum ersten Mal in Erscheinung treten wird, wenn DayZ rauskommt. Aber dazu wird Yannick später noch was sagen und ich am Ende vom Video noch ein bisschen was. Und ja, dann würde ich mal sagen, beginnt Yannick mit dem interessanten Teil, nämlich mit Rome 2. Auch noch von mir ein Hi Leute, willkommen zu diesem Ankündigungsvideo. Und ja, ich befasse mich jetzt einfach mal ein bisschen kurz mit Rome 2. Und zwar wird es folgendermaßen aussehen. Der Heiko wird Sparta spielen im Singleplayer, und ich werde die Briten im Singleplayer spielen. Und ich werde mit meinen Briten auch wieder dieses Britannien im Laufe der Jahrhunderte weiterführen. Und zwar war das bei Rome 1, habe ich das gemacht, so ein bisschen mit Britannien eben gespielt, bis es dann halt irgendwann mal abgestürzt ist. Und mein Teil, was ich da machen möchte, ist einfach erst Rome 2 spielen, dann Medieval und Medieval Crusades und so weiter, da wo halt eben die Briten mitmachen. Und das geht dann bis Napoleon Total War nach Dings, nach Spanien-Feldzug, vielleicht auch noch mit Shogun eine Fraktion in Fall of the Samurai, das muss ich mal sehen. Dann, und dann halt mit den Engländern verbünden. Dann noch zu Rome 2, jetzt wird es wieder interessanter für Rome 2. Und zwar werde ich noch ein Koop-Projekt mit dem Kilian 581 machen und der Heiko 1 mit dem Steel Warrior 77. Wir wissen noch gar nicht, welche Fraktion wir da spielen sollen. Wir haben so kleine Überlegungen, aber das werden wir mal noch sehen. Und die ersten Videos zu Rome Total War 2 kommen schon am 3. September vermutlich. Es kann auch sein, dass da ein Video erst um 23 Uhr online kommt oder schon irgendwas. Dann könnt ihr es euch ja entweder an dem Tag angucken, wenn ihr noch Ferien habt, oder ihr schaut es ein paar, ja, am nächsten Morgen an. Würde uns auf jeden Fall freuen. Ja, okay, weil der Heiko wird am 3. September bei mir sein und ich habe dann wahrscheinlich schon meine bessere Leitung und so weiter, und dann wird es richtig genial, dann können wir richtig gut euch Videos von Rome 2 bieten. Gut, also das war dann mal mein erster Punkt. Vielen Dank. So, bevor Yannick jetzt mit seinem zweiten Teil weitermacht, will ich auch noch etwas sagen. Und zwar sind Yannick und ich seit circa 3-4 Tagen in dem JGC, in dem Jackson Green Clan, und haben auch schon mit dem White Steel ein Interview aufgenommen, als dem Leader von JGC. Das findet ihr auch auf unserem Kanal. Es müsste sogar, wenn das Video hochgeladen wird, schon freigestellt sein. Bedeutet, es wäre nett, wenn ihr mal vorbeischauen würdet. Link ist bestimmt auch in der Beschreibung. Und wenn ihr Interesse am Jackson Green Clan habt, schaut bei dem Interview mal in die Beschreibung. Dort findet ihr ein Bewerbungsformular. So, dann würde ich sagen, macht Yannick weiter mit seinem zweiten Teil. So, jetzt noch mein zweiter Punkt, und zwar unsere anderen Projekte werden einfach fortgesetzt. Das heißt, Aufstieg der Samurai wird fortgesetzt und mein EU und Age of Empires, wobei Age of Empires bald fertig ist, meine zwei EU-Projekte und so weiter und so fort. Und falls diesen Monat DayZ rauskommen sollte, machen wir dazu auch was. Ja, und dazu sagt, denke ich, Heiko auch noch was Näheres gleich. Und dann komme ich auch schon zum letzten Part unseres Infovideos. Und zwar geht es jetzt nur noch um DayZ. Ich habe mir gedacht, ich werde mir ein paar Leute suchen, mit denen ich ein DayZ Let's Play machen werde. Das wird dann als Nebenprojekt angesehen. Also ich werde da, keine Ahnung, vielleicht 20 Parts am Stück aufnehmen, aber dann eben nur, ich sag mal, in der Woche zwei Parts oder so online stellen, weil ich will ja nicht, dass die anderen Projekte darunter leiden. Das werde ich dann unter anderem mit Abonnenten machen. Vielleicht bekomme ich noch Yannick überredet und eben mit der dritten Person, dessen Namen ich jetzt nicht nennen will.
Und ja, wenn ihr mitspielen wollt, also wenn ihr euch sicher seid, ihr holt euch DayZ sofort, dann könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben und dann suche ich mir da ein paar Leute aus, weil es zu 5, 6 einfach mehr Spaß macht. Allerdings müsst ihr auch ansehen, damit ich einfach nicht mit 20 Leuten spielen kann. Und es sollten natürlich auch Leute sein, ich sag mal, die ein gewisses Alter haben und vor allem eine gewisse geistige Reife, damit sie einfach für das Video angebracht sind, weil ich meine, niemand will, auch wenn ihr jetzt jünger seid, es soll keine Beleidigung sein, kleine Kinder in einem Video rumschreien hören etc. Das ist einfach unangenehm. Ja, dann war's das für den Infovideo für den September. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Dieses Video war jetzt nicht allzu lang. Allerdings gab es doch ein paar wichtige Sachen. Für den Fall der Fälle, falls sich irgendwas ändert, natürlich weiter. Also nochmal ein Infovideo kommen. Ihr kennt mich ja inzwischen, denke ich mal. Und ja, dann hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.